Der Kasseler Mini-Marathon hat am Samstag einen neuen Rekord verzeichnet. Rund 5200 Kinder und Jugendliche liefen die 4,2 Kilometer durch das Buga-Gelände. Veranstalter Winfried Aufenanger zeigte sich zufrieden. Das trübe Wetter konnte den jungen Läufern nichts anhaben. Sie kamen aus 130 Schulen des Landkreises und der Stadt Kassel. Den Sieg verbuchte in diesem Jahr Marius Abele für den SC Hanau-Rodenbach. Er benötigte 14 Minuten und 41 Sekunden. Bei den Mädchen konnte sich Eva Dietrich vom TSV Ihringshausen durchsetzen. Die 16-jährige Schülerin kam nach 16 Minuten und 8 Sekunden ins Ziel. Im vergangenen Jahr hatte sie den zweiten Platz erreicht. 12.000 Zuschauer feuerten die jungen Läufer beim Zieleinlauf im Aue-Stadion an.